Wahnsinn. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Live-Commentary von mir. Im Hintergrund seht ihr wieder mal MB3 und zwar auf der Map. Auf der Map Hardhead mit der ACR erspielt und als Zweitkampf mit der Scorpion Akimbo. Und die Runde war eigentlich relativ gut, was man hier auch gleich überall sehen wird. Hier Triple Kills. Also gab es haufenweise, fand ich. Vielleicht kommt jetzt einer direkt, so direkt der erste. Kommt schon der zweite. Also das war jetzt nicht unbedingt direkt hintereinander, aber für meine Verhältnisse, dafür, dass ich das noch nicht lange spiele, fand ich das sehr gut. Da und zack, der dann auch nochmal. Da wurde ich leider von hinten gefistet, was ich relativ schade fand. Aber immerhin. Und ja, jetzt bei dieser Kill-Serie-Aktion. Und zack, da habe ich halt 3 Kills gemacht auf einmal. Und das fand ich halt relativ geil. Aber darum geht es jetzt heute nicht. Ich lasse es einfach im Hintergrund abspielen mit ein wenig Musik. Es geht heute ums Thema Livestream und noch Abi-Streich. Das gab es nämlich heute bei uns und darüber will ich mal ein bisschen reden. Vielleicht habt ihr das auch an eurer Schule, je nachdem wo ihr seid. Also ich habe mich gerade darauf konzentriert. An eurer Schule, je nachdem wo ihr seid. Bei uns gibt es das auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal Thema Livestream. Also ich habe vor, einmal die Woche halt regelmäßig an einem Tag um die gleiche Uhrzeit zu streamen. Je nachdem, wann es euch am besten passt. Jo, Samstag, Sonntag könnte man jetzt sagen. Aber Samstagabend, da will ich auch vielleicht was anderes machen. Vielleicht, wenn es geht, unter der Woche, weil es dann besser wäre. Weil Samstagsabend bin ich meistens weg oder noch draußen oder will irgendwas im Fernseher gucken, weil was Gutes kommt. Deswegen ist es immer ärgerlich. Also für mich wäre halt gut der Dienstag oder der Mittwoch. So vielleicht von 4 bis um 8 oder so. Je nachdem, wann ihr Zeit habt, schreibt es einfach mal unten rein. Und ja, ich werde dann auf jeden Fall auf Twitch/Alexis, steht da unten in der Beschreibung, darauf werde ich dann streamen, da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Schreibt es dann auch noch in die Kommentare, falls ich mich festgelegt habe. Wenn es eine bestimmte Uhrzeit und an einem bestimmten Tag gibt, dann schreibe ich das auf jeden Fall nochmal unten rein. Aber jetzt zum Thema Abi-Streich. Ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber bei uns war es auf jeden Fall heute soweit. Es war als erstes so, wir saßen noch in unserer Klassenräumen, weil man kommt eine Durchsage von irgendeinem Abiturienten. Ich kann kein Deutsch. Von halt jemanden, der Abi gemacht hat. Und der so, ja, was hat er gesagt? Keine Ahnung. Irgendwie, ja, bitte verlassen Sie jetzt umgehend das Gebäude und weil irgendwas ist hier Bombendrohung. Okay, wir wussten, Abi-Streich, logisch, das ist nicht ernst. Und dann sollten wir halt unten, wir haben halt, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben 2 Stockwerke, oberer und unterer logischerweise, und wir sollten über den unteren verlassen durch einen Ausgang. Da sind wir halt natürlich, also erstmal geht es an der Treppe runter, wir müssen ja irgendwie nach unten kommen und dann war alles voller Ballons. Da kommen natürlich diese kleinen Spasten da und treten dann die ganzen Ballons kaputt und das hat tierisch in den Ohren geschmerzt. Da sind wir halt erstmal da durchgegangen, bis wir zur Tür rausgegangen sind, war erstmal 10 Minuten um, weil einfach alle Schüler sich da gequetscht haben bis zum geht nicht mehr. Die Luft war auch abartig schlecht, aber jo. Sind wir halt durchgekommen und dann vorne war es ganz fies, die haben euch nur alleine rausgelassen. Also praktisch nie im Zweier-, Dreier-Pack oder so, weil sonst haben die Leute oben, die standen halt oben auf den Terrassen und haben dann halt runtergeworfen. Also die standen direkt über uns, wir kamen raus und bam, voll auf uns. Und die haben uns halt nicht zu zweit oder zu dritt rausgelassen, da dann das Risiko besteht, dass die sich nur auf einen konzentrieren oder gar keinen treffen. Natürlich. Und ja, das war halt dann. Kam ich erstmal so raus, wollte erstmal wegrennen, wurde dann erstmal von einer Wasserbombe dick fett hier hinten in den Nacken getroffen. Dann kam noch, die hatten halt nicht nur Ballons mit Wasser gefüllt, sondern auch mit Mehl. Das natürlich erst danach geworfen, weil es dann schön klebt. Dann mit Mehl, da war ich halt komplett voll, erstmal nach Hause gekommen, geduscht, umgezogen. War ich halt komplett voll, das war schon ein bisschen eklig, weil alles geklebt hat. Aber das war ja halt, es war noch nicht vorbei, wir gehen dann auf den Schulhof und da stehen dann halt alle und die machen ja noch weiter, die Schüler. Die holen sich dann 5 Liter Eimer, machen die voll auf dem Klo, kommen dann raus und überschütten jeden, den die sehen. Also egal welche, ich habe natürlich auch welche überschüttet, aber ich wurde am meisten überschüttet, auf jeden Fall von meiner Klasse. Und ja, und
das war noch immer nicht genug. Da kamen die später noch mit Heuballen. Die haben da kiloweise bestellt. Kamen die mit Heuballen da an und haben das über uns geworfen. Sodass wir halt komplett voll waren. Das Mädel hat sich gerade so wieder abgekriegt, dann so ein bisschen hier mit Schütteln und so. Und da kam noch Heu und oh, das war nicht mehr auszuhalten. Die Lehrer haben es natürlich auch abgekriegt. Also wir sind extra auf die Lehrer gegangen, damit die auch mal was hier abkriegen. Die sollen mal wissen, wie das ist, hier patschnass zu sein. Die haben sich immer nur im Hintergrund versteckt, aber so geht das nicht. Und ja, das war halt der Abi-Streich. Ich fand ihn relativ lustig. Wobei manche Wasserbomben haben total wehgetan. Also es ist halt nicht immer so, wenn dich irgendjemand mit einer Wasserbombe abwirft, dass die halt explodiert. Dass die halt platzen. Und ja, und wenn die halt nicht platzen, prallen die einfach nur so dumm an die ab und es gibt einen Klatscher wie so eine Nackenschelle und das zieht dann schon. Das war bei mir in einem Fall so. Ich habe auch diverse gesehen, irgendwie 3-4 Leute mit Platzwunde. Der eine, also mein Freund, ist dann gegen anderen gelaufen und die hatten dann beide eine Platzwunde, weil die einfach irgendjemanden verfolgt haben, die gerade nass gemacht haben und wollten sich rächen. Und da gab es dann, boah, dann gab es da Tumult, ey. Auf jeden Fall relativ lustige Idee. Ich freue mich schon, wenn ich, also ich habe vor, Abi zu machen. Und dann, so, da schon mal wieder Doppelkill. Da will ich dann auf jeden Fall mitmachen. Und die hatten auch oben auf der Terrasse, standen hier halt alle Wasserpistolen, Wasserbomben und so Eimer. Und links war halt so eine kleine Bühne. Da war zwar niemand drauf, aber so riesige Boxen. Und darüber haben die halt Musik abgespielt. Die halbe Stadt war dann voller Lärm. Also man hat nur die Musik gehört. Lief dann da Kollege oder so. Ich habe das so gefeiert. Da sind wir da alle abgegangen auf dem Schulhof. Waren zwar alle pitschnass, voll gesifft, aber einmal im Jahr geht das doch. Und ja, meine Freunde sind dann einfach nur so abgegangen, wenn die nass wurden. Einer meiner Freunde tickt aus, wenn er nass wird, weil er halt, der hatte halt Sachen aus Seide, nicht aus Seide, sondern aus irgendeinem anderen Stoff. Wenn er nass wird, dann ist das extrem. Und die ganzen Leute, die weiße T-Shirts oder so anhatten, die waren auch so ein bisschen. Ich hatte Glück, dass ich kein weißes T-Shirt anhatte, weil wenn man da drauf nass wird, dann sieht man alles durch. Da habe ich mich extrem geärgert, dass ich den nicht noch gekillt habe. Ein bisschen über ME3 muss man ja auch noch schwätzen. Aber ja, insgesamt gute Idee, finde ich gut. Ich meine, die sind jetzt auch glücklich, denen fällt ein Stein vom Herzen, dass sie es jetzt gepackt haben. Jetzt geht es ins richtige Leben, jetzt können die arbeiten, bla bla bla. Und ja, so. Und zack, hat schon wieder Killstreak, aber hier habe ich mich geärgert, bei diesem Dreierkill war das jetzt, also bei diesen drei Leuten, die ich habe halt keinen von denen gekillt, weil ich spring halt immer, wenn ich um die Ecke gehe, damit die halt nicht so schnell fokussieren können und nicht so schnell mich töten können. Und da ist halt extrem ärgerlich, wenn drei Leute kommen, du kannst dich einfach nicht entscheiden, auf wen du schießen sollst. Dann denkst du, du schießt auf den einen, dann denkst du, der müsste jetzt sterben, gehst schon auf den anderen, aber der ist noch nicht tot. Da hast du praktisch am Ende niemanden gekillt. Das ist natürlich extrem scheiße, weil du versuchst natürlich bei drei Leuten so viel wie möglich zu killen. Aber das geht dann halt nicht immer gut. Das ist halt das Dumme. Ja, Thema Livestream habe ich schon gesagt. Phoenix, der kommt auch gleich. Dann skypen wir und machen auch noch ein oder zwei Aufnahmen. Wir wissen halt noch nicht ganz von welchen Spielen. Schreibt das mal unten in die Kommentare, welche Spiele ihr sehen wollt. Ich kann mir auch für 10, 20 Euro, falls es nicht teuer ist, auf Steam welche Spiele kaufen, falls ihr die Let's Play haben wollt. Ich bin auch immer überlegen, ich mache jetzt eher so Teile. Also ich habe jetzt mal eine Battlefield Heroes Folge, was war noch dabei, also immer so Einzelfolgen, eigentlich wenn ich weiß nicht, ob ich es machen soll, aber halt so richtig ein Spiel, so jeden Tag eine Folge, ich halt ein Spiel so richtig komplett durchspiele, ich das dann in 3-4 Wochen durchgespielt habe. Ich meine zum Beispiel, keine Ahnung, Kong macht das ja, der bringt ja, keine Ahnung, okay, der hat auch kein Leben, der bringt 7 Videos oder so pro Tag raus. Und gut, also mir wird das auch Spaß machen, wenn ich durch Spielen mein Geld verdiene. Das wäre natürlich extrem nice. Aber so spielt halt nicht immer das Leben. Auf jeden Fall, ja, wäre es halt, also ich hab's vor, so jeden Tag ein Video oder jeden zweiten, weil so viel zocken kann ich auch nicht. Ich muss auch noch für die Schule lernen und alles.
Aber es wird dann halt schon relativ nice. Horrorspiele. Horrorspiele natürlich auch. Zum Beispiel, okay, Outlast ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz in, weil es jetzt jeder mittlerweile gesehen hat, oder Slender. Aber ich kenne diverse andere Horrorspiele, die ich noch gerne spielen würde. Weil ich liebe es einfach, diesen kleinen Schocker. Ich liebe es einfach auch, das zu Let's Playen. Der blieb hier jetzt einfach in die Luft hängen, weil die Runde um war. Wir haben hier noch knapp gewonnen mit 3 Kills. Das fand ich natürlich extrem geil. Und das war's dann von diesem Live-Commentary. Schreibt's dann unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Und abonniert gegebenenfalls. Und Kritik oder so. Lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Dann gibt's noch eins zu sagen. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.